Polo, Golf und Passat gibt es jetzt noch eine Runde verbrauchsgünstiger und damit umweltfreundlicher. Die Rede ist von Volkswagens Blue Motion Fahrzeugen, die durch verschiedene Optimierungen noch weniger Diesel schlucken. Wir haben uns die drei wichtigsten Blue Motion Autos angesehen. Beginnen wir beim kleinsten, dem Polo. Gerade für den Einsatzbereich, für den der Polo eigentlich gebaut ist, nämlich urbaner Bereich, ist es immens wichtig, technologisch in die Zukunft zu schauen. Gerade wenn man in der Stadt unterwegs ist, ist aber auch die Emotion wichtig. Man steigt oft ein, man steigt oft aus, man sieht sein Auto und man fährt das Auto. Und dementsprechend mit einem langweiligen Ding herumzucruisen, das ist nicht jedermanns Sache. Und dann wird sich solche Technologie auch nicht durchsetzen. Das hat Volkswagen erkannt und den Polo Blue Motion emotional aufgewertet. Was das Styling betrifft, aber natürlich auch was die Fahrleistungen betrifft. Unter 2000 Touren geht er relativ schwach, das ist wirklich für den Stop-and-Go-Verkehr gedacht. Über 2000 Touren, da kommt echt Fahrspaß auf und das ist das, was Autos der Zukunft wirklich brauchen. Der wichtigste Pluspunkt für den Blue Motion Polo ist aber natürlich der Verbrauch. 3,8 Liter verbraucht der 80 PS starke TDI. Das ergibt 99 Gramm CO2 pro Kilometer. Und ja, dieser Wert ist wirklich möglich. Ab 17.500 Euro gibt's den dreitürigen Polo Blue Motion, was unserer Meinung nach ziemlich happig ist, auch weil die Serienausstattung außer Sicherheitsfeatures wie Airbags und ABS sowie einem CD-Radio nicht besonders viel Luxus bietet. Wenigstens ist der Blue Motion schöner möbliert als seine Polo-Geschwister. Das Thema Blue Motion wird bei Volkswagen konsequent umgesetzt. Was beim Kleinwagen, beim Polo funktioniert, das funktioniert natürlich auch in anderen Klassen, zum Beispiel beim Golf Blue Motion. Der Golf ist wohl das wichtigste Blue Motion Auto. Deshalb gibt es ihn sowohl als normalen Golf, als Golf Plus, Golf Variant und als Jetta in der verbrauchsoptimierten Variante. Unser Testwagen verbraucht im Schnitt 4,5 Liter auf 100 Kilometer. Das klingt nach nicht allzu viel Fahrspaß, aber weit gefehlt. Der 105 PS TDI glänzt mit einem knackigen Durchzug und bietet immerhin 250 Newtonmeter Drehmoment. Man kann also ruhig auch mal überholen. Den Golf Blue Motion gibt es in verschiedenen Ausstattungsvarianten ab 21.500 Euro. Serienmäßig ist eine Klimaanlage, ein MP3-CD-Radio sowie der Lebensretter ESP verbaut. Vom Polo über den Golf Blue Motion jetzt zum Passat Blue Motion. Auch hier haben es die Techniker geschafft, das Grundmodell mit kleinen, feinen technologischen Überarbeitungen dahin zu bringen, wo man im Grunde hin möchte, nämlich zu einem geringen Verbrauch und zu geringen CO2-Ausstößen. Die kleinen Veränderungen, die betreffen die Motorsteuerung, das Getriebe, die Reifen selbstverständlich und natürlich den CW-Wert. Denn der ist dank kleiner Modifikationen, zum Beispiel am Kühlergrill, auf 0,27 reduziert worden. Damit verbraucht der 4,80 Meter lange Passat-Variant, also die Kombi-Version, nur 5,2 Liter im Schnitt auf 100 Kilometer. Und das Schönste dabei, wenn man sich für einen Blue Motion Passat entscheidet, man kommt rund 1340 Kilometer mit einer Tankfüllung. Und da lernt man das Ganze wieder schätzen. Der Passat Blue Motion kostet ab 27.400 Euro. Unser Kombi kommt auf rund 29.000 Euro. Immerhin sind im Preis schon einige Komfortfeatures integriert. Drei Fahrzeuge haben wir jetzt vorgestellt, die mit der neuartigen Volkswagen Blue Motion Technologie funktionieren. Das Schöne dabei, der Fahrer braucht sich überhaupt nicht umstellen oder auf irgendwas einstellen. Man steigt ein und hat die Qualität, die man von Volkswagen gewöhnt ist. Dazu aber natürlich technische Feinheiten, die das Gesamtkonzept Blue Motion dazu bringen, dass man deutlich weniger verbraucht und deutlich weniger CO2-Emissionen verursacht. Beim Polo sind es 3,9 Liter Durchschnittsverbrauch im Schnitt, beim großen Passat-Variant knapp über 5 Liter. Das ist natürlich sehr fein, auch im Hinblick auf die Zukunft.
Allerdings, und das ist schon ein Punkt, den man ansprechen muss, die Wolfsburger versprechen, dass die Emotionen nicht zu kurz kommen. Klarerweise bei einem 105 PS-igen TDI-Motor geht es ganz zügig zur Sache, aber die Emotionen, die holt man sich nicht aus dem Fahrspaß oder aus der Fahrfreude, wenn man einsteigt und sagt, jetzt lasse ich es einmal richtig krachen. Die holt man sich eher dadurch, dass man sagt, man kommt über 1300 Kilometer mit einem Tank und versucht vielleicht noch einmal 0,1 Liter Sprit oder in diesem Fall Diesel einzuspannen.